Ich nehme mal an, dass du Soft hast. Ich? Ja. Ja. Muss ja. Ja, logisch. Alles andere wäre dumm. Bestimmt. Ja. Das Einzige, was mir vorhin geholfen hätte, wäre ein Safety Car, dass ich mal wieder rankomme. Ich meine, das würde immer noch helfen, ne? Sehe ich ähnlich. Zumindest für ein paar Pinkchen vielleicht. Na. Sparsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, das Problem ist, Rosberg wird wahrscheinlich wieder vorne sein und Wahrscheinlich. wir dümpeln hier hinten und ich habe ja eh schon 50 Punkte Rückstand. Das ist nicht geil. Da muss ich in den nächsten Rennen richtig brettern. Aber ich meine, dass das hier ein schwieriges Rennen wird, war klar. Ja. Aber dass ich halt dann gleich wieder in der ersten Runde, weil die Idioten einfach nicht geradeaus fahren können und so eingebremst werden, dass ich halt einen Frontflügel kaputt mache, ein bisschen, ist ein kleines bisschen ärgerlich. Just a little bit. Und Monza, ja, da braucht man nicht drüber reden, ne? Wieso, was ist da passiert? Ich weiß es gar nicht Zwei mehr. Safety Cars waren da. Ah, okay. Warum das? Keine Ahnung. Dürften hier ruhig auch nochmal zwei kommen. Hätte ich nichts dagegen. Eins alleine wird mir jetzt so langsam echt was bringen. Ja, mir auch. So, dann würde das ganze Feld einmal komplett auf Soft wechseln. Aus der Als KI. käme. Weiß werde ich. Niemals! Ich mach seit, keine Ahnung, 10, 12 Runden mache ich mit Bottas den Gandalf. Das Feld ist irgendwie in zwei Blocks aufgeteilt momentan. Ja. Zwei Riesengruppen. Wer ist denn da mitten im Feld? Bist du das, Kim? 12. Oh Leider nein, 3 Antwort, ne? Sekunden Strafe. Ah, kommt mir bekannt vor. Boah, da habe ich Glück. Ich habe bisher erst eine einzige Verwarnung erhalten. Ja, ich hab's nur der zweiten bekommen. Echt schon? Ja. Normalerweise zwei Verwarnungen, beim dritten Mal gibt es 2 Sekunden. Tja, du weißt doch, bei mir ist die Rechnung ein bisschen anders. Oder wenn du halt extrem krattest. Ja, dann ist klar. Na, ja, das war auch nicht kein extremer Cut. Ja, was stand dran? Zu viele, mehrere Verwarnungen, 3 Sekunden, oder? Ich hab's nicht gelesen in dem Moment. Parma ist wieder drin. Ja, der wird jetzt auf Soft gehen und dann war es das für ihn. Das sieht nach Supersoft aus aktuell. Außer das Ding hat noch nicht aktualisiert. Wir haben erstmal knapp Halbzeit. Brutal. Fühlt sich viel, viel länger an. Ja, das wird auch noch eine Weile gehen. Na gut, wer weiß, da kann natürlich dann viel passieren in der Zeit, ne? Hoffe es ja, aber Weißt du, die geht Monster halt schießen sich nicht. alle ab bei der einfachsten Strecke, Ja, gell? aber hier passiert nichts. Eigentlich lächerlich. Saftladen. Und ich glaube, du holst einen 7-Meilen-Stiefel noch, Wolle. Naja. Eigentlich lag mir Singapur immer relativ gut. Mir auch nicht. Aber Oh, oh nein! Oh, Leute, sie sagen mir, mein Frontflügel hätte was abbekommen. Wenn ich aber in die Ansicht gehe, ist nichts. okay. Merkwürdig. Vettel gurkt auf 10. Ah, ich habe gesehen, der war in Aktuell. der Box jetzt. Es sind jetzt einige in der Box. Bottas ist drin.
Ob das für Reifen hast, weißt du nicht, ne? Noch nicht. Doch, müssten Supersoft sein. Sogar. Ja. Ja, kannst jetzt durchfahren mit denen. Ja, mit denen kannst du durchfahren. Neunzehn Sekunden? Glaube ich zwar nicht, aber okay. Überschlagen. Ja, da hat's einen raus, der ist in mich reingefahren. Kein Safety. Ja, Nasser. Yes! Jawohl! Was hole ich für Reifen? Super soft. Delta im Auge behalten, Jungs. Oh ja. Alter, laber nicht so viel, schlag mir jetzt lieber vor den Scheiß Safety hier. Car oder Ultra Super Soft oder Ultra Soft? Super. Ultra schaffst du nicht 13 Runden. Nee, das überlebst du nicht. Nee. Ja. Alter, hier musst du ja richtig schleichen, damit das Delta einhältst. Ja. Ja. Im Ernst? Er ist jetzt in der Box durch mich durchgefahren? Ja, das Darf ist er ja manchmal das? so. Darf er das? War ausgegostet, der ist auch und der ist durch mich durchgefahren. Oh, das kann richtig geil jetzt werden noch. Ja, das kann Leute, richtig gut werden. was mit meinem Flügel? Ich habe gesagt, Flügelschaden reparieren. Sie haben es nicht getan. Seid jetzt wieder heil? Bitte, Haha. bitte. Ja, vielleicht, wenn er so leicht ist, dann lassen Ja, sie dann es. machen sie es manchmal nicht. Ah, ist nicht repariert. Hey, Jawohl, 2,2 boah, ey, Sekunden. mit Flügelstopp 7,4. Das habe ich noch nie Stark. gesehen. Ne, ich auch nicht. Bei mir machen sie es in 10 Sekunden. Ja, bei mir auch, Bei elf. mir auch normalerweise. iTouch. Weiß ich. Wir zwei, hä? Wir zwei. Wobei, wenn wir Glück haben, waren die in der Box vorne? Nee, ne? Ich meine nicht. Wenn sie Aber nicht drinnen waren, kann die das kommen jetzt richtig. erst rum. Ja. Oder? Ich weiß nicht. Wenn sie nicht drinnen waren, dann haben wir ein richtig Big Play. Aber hallo. Wenn die noch mal rein müssten, dann hast du recht. Freunde der Sonne, ich bin auch noch da, ich bin vor euch und ich habe auch frische Super Soft. Ja, gut. Ja, aber wir meinen Wir generell die kennen dich, Kurve. Kim. Was soll denn das heißen? Du musst erstmal an mir vorbeikommen, du Lappen. Ja, du musst erstmal durch die Strecke kommen, du Lappen. Nein, das müssen wir alle, ihr Lappen. Also wir Lappen, was? Was für Du ein Nacken. Du Nacken. Ich hab meinen Flügel auch noch mal ein bisschen verstellt. Ah, hast du jetzt Arme dran? Ja, genau. Cool. Ich habe meine Frontflügel ausgetauscht gegen Engelflügel. Damit kriege ich Auftrieb statt Abtrieb. Cool. Kannst du über die Strecke fliegen? Ja. Dann hast du aber nicht mehr das Problem, dass die Wände da sind und so, ne? Gehen die alle in die Box? Die gehen alle jetzt in die Box, ne? Ah, viele. Scheiße. Teamkollege in der Boxengasse. Ja, das ist scheiße jetzt für uns. Ja, zu früh, zu früh, zu Ja. früh. Ich bin noch zu weit weg. Ja. Viel zu weit. Puh, da müssen wir sie halt nur auf der Strecke überholen. Ist ja egal. Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, dann sind wir wenigstens am Feld. Ja, wir haben eine Chance. Ja. Müssen es probieren. Bottas hält mich jetzt hier auf. Schön. Tja, Ich man frag muss mich, kein Tempo ich machen. frag mich, wer rausgeflogen. Wer war das, Kim? Nasser, glaube ich. Ja, Nasser war rausgeflogen. Okay. Alter, die sind schon lange wieder aus der Box, ne? Ja, scheiße. Ganz schön lange. Oh, Kim, du bist auch auf Startziel jetzt, ne? Ende. Ja. Ja, wir sind alle auf Startziel. Das Problem, ich fahre gerade zu schnell. Ich nutze die Reifen zu sehr ab. Eintasch, wie viel Prozent? Eins. Ich bin bei 8. Was? Du hast den alten Supersoft bekommen, den du in der ersten Runde gefahren bist. Das Du kann hast einen natürlich gebrauchten sein. bekommen. Ja, Du hast müsste trotzdem wahrscheinlich. durchreiten. Ja. Ja. Aber trotzdem, du hast bestimmt den Ja, das gebrauchten kann bekommen. sein. Du hast wahrscheinlich keine frischen mehr. Ach, Mann. Naja, ist egal. Alter, wieso schleichen die denn immer so? Ich habe keine Ahnung. Na, jetzt macht es ja keinen Unterschied mehr, aber trotzdem. Ja, wir hatten schon andere Situationen. Da hätte es mal Sinn gemacht, Gas zu geben.
Alter, geht's bitte noch ein bisschen bescheuerter, Bottas? Bitte, nur ein bisschen bescheuerter. So, jetzt wird's echt lustig hier, ne? Sozusagen kann man so sagen. Das ist quasi die zweite Hälfte ein neues Rennen jetzt. Ja, das stimmt. Na, ein Drittel. Das letzte Drittel jetzt. Ja. Aber es ist nochmal komplett Reset. Das Blöde ist echt, dass wir jetzt so weit hinten sind. Müssen wir wieder uns durchs Feld kämpfen. Ja, die Frage Es ist, geht schief. aber es, ich weiß nicht, ob noch vielleicht zwei, drei reinfahren müssen. Weiß es nicht. Aber Ich Massa ist denke. gerade Erster. Wenn wir Glück haben, ist wieder Rosberg ganz weit hinter gefallen. Also ganz ehrlich, ich glaube, die werden alle nicht mehr reinfahren. Schauen wir mal. Toll, 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 toll. Flügel? Ja, sicher, Flügel. Eye-Touch, Eye-Touch, Eye-Touch. Rückwärtsgang, Rückwärtsgang. Ey, der bremst auf einmal wie so ein Ochse da in der letzten Kurve. Jetzt hat er es auch mitgekriegt. Oh Gott! Das war brutal gefährlich. Toll. Jetzt kriege ich den gebrauchten Supersoft. Danke. Mein Gegner sind irgendwas mit Vettel. Das tut so weh. Den gebrauchten Supersoft kriegst du. Wie viel Jo, Prozent hast du dann drauf? 20. Das übel. Da wäre vielleicht ein Soft oder sogar der Ultra Ja, interessanter. Ultra. Hä? Ultra, wenn überhaupt. Wie viel Runden bist du mit dem gefahren, Kim? 12. 12 Runden? Ja, aber war halt schon Luschi, ne? Ja, aber warst ja immer noch schneller als ich zum Zehn Beispiel. Runden geht, aber 12 Runden ist hart. Bin auch am Überlegen, wenn. Ja, gut, das bringt halt nichts, weißt du? Aber theoretisch, wenn Safety Car jetzt die Runde nicht reingeht, direkt in die Box nochmal Ultras. Ja, das bin ich mich auch immer überlegen gerade. Das Problem ist, du kommst halt nicht vorbei. Na gut, aber was willst du machen? Kommt rein. Kommt rein, Na gut, dann ist Oh, ey, egal. wie scheiße ist das denn jetzt? Für mich. Oh, Wieso? nee. Ja, weil ich ja jetzt nochmal stoppen musste. Na gut, du kommst aber trotzdem ans Feld ran. Nee, komme ich nicht. Doch, doch. Das Safety-Car geht doch jetzt rein. Ja, Ja, aber aber guck guck mal, mal, wie wo es weit der ist. es noch braucht, bis das auf Startziel ist. Und jetzt machen sie sowieso langsam. Du bist jetzt dran. Das ist die Gerade, die uns beide noch trennt. Und jetzt machen sie Naja, gut. langsam. Achtung, 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 hier. Also, du solltest auf jeden Fall rankommen, Alter. Ja, hab nur den beschissensten Reifen, den man sich da so vorstellen kann. Naja. Hey Kim, ich sehe dich. Machen die denn da Oh! Vorschlenker? Hi, Altach, ich sehe dich auch. Jo. In den scheiß abgenutzten Grün, Reifen, grün, ey. grün. Scheiße. Gut mitgekommen. Aber die Kurve hinter einem fahren ist scheiße. Soll wieder Anspannung herstellen, ne? Ja. Alter, schon durch, schön. Oh, War was ja war das? klar. Wie bist du an Bottas vorbeigekommen? Ja, der hat langsam gemacht wegen dir. Oh. Bin ich an ihm vorbei. War klar, oder? Du hast ja jetzt bestimmt einen Oh. großen. Nee, ach, du bist direkt dran. Das sah aus, als du warst 90 Grad zur Wand. Naja, fast. Ich hab Verstappen mitten im Verstappen-Manöver überholt. Hä, was sagt man über abgeschossen? Nein, mit der Brechstange durch. Achso. Scheißegal, was passiert, wem was passiert. Wenn Menschen sterben, wen juckt's? Who cares? Hallo? Na, Max. Kollateralschäden sind nicht auszuschließen. Ja, ich bin Max Verstappen. Ich darf alles. Bin Holländer, ne? Ist schon die abgefahren.
Ich bin der Sohn von Jos, dem besten Fahrer aller Zeiten. Nicht. Ja, Antifahrer. Alter, ich komme hier an denen nicht vorbei, ne? Ich wüsste aber auch nicht wo. Wow! Und da fliegt er ab. Vorbei. Auto noch zusammen? Ja. Ja, durchaus eine relevante Frage hier. Und Durchfahrtsstrafe. Na, Alter, ne? Wenn, dann sammelst du richtig, ne? Ey, geil, ich war direkt an den Toro Rosso dran. Ich hätte nochmal richtig attackieren können, aber ich bin halt zu clever für dieses Spiel. Geil. Oh Mann. Naja, jetzt komme ich mit dem Super Ultrasoft auf Anwälte durch. Sollte man meinen, ja. Kann noch mal jemand bitte das Safety Car rausjagen? Ja, dann hole ich mir aber auch die Ultrasoft. Oh, da sind Teile flöten gegangen. Ich hab's probiert, aber irgendwie hat's nicht geklappt. Alter, fühlt der sich geil an. Der ist nice, ne? Bin ja auch einzeln gefahren, der ist echt geil. Ich hatte nicht so die Chance. Das ist das erste Mal jetzt nach Qualifying, dass ich den fahre. Alter, geil. Alter, Alter. Geil, Kim. Ja. Die bremsen ja. Unfassbar, und das von der Kurve. Meistens mitten auf der Gerade vor der Kurve. Es gibt zwei Stellen, wo du hier überholen kannst, ne? Drei. Wo ist die dritte? Hier die Kurve nach vor der DRS. Ja, das ist die zweite. Ach so. Irgendwo findet sich immer was. Ja. Zwei Kurven nach der DRS, genau die meine ich. Ja, die ist verdammt. Ja, da musst du brutal dran sein. Habe ich schon zweimal gemacht. Ja. Oh, leck mich doch. Oh. Und das war's. Rosberg auf 11. Ich bin ausgeschieden, es kann Safety Car kommen. Scheiße. Wie hast du es weggeschmissen? Ja, ich bin an der Kante hängen geblieben. Hier, Ausgang. Nee, doch Ausgang Turn 3 ist das, glaube ich. Okay. Ah, ich Massa führt. Hülkenberg auf 2, Vettel auf 3, Eriksen auf 4. Rosberg 11. Gutierrez auf 5, Eriksen macht richtig Punkte jetzt die letzten Rennen. Dank uns. Ja, das stimmt. Magnussen auf 6, Wehrlein 7, Arianto 8, Kwiat 9, Perez 10. Gucken wir mal, was Rosberg macht. 11, umgurten. Ja, ja. Scheiße. Aber die letzten Runden machen so rein fahrerisch echt brutal Spaß, ne? Aber warum kein Safety Car gekommen ist? Zu schlecht. Stand mitten auf der Strecke. Ja, Spiel halt, ne? Ich bin Turn 1, 2, 3 bin ich zu weit nach links gekommen und dann bin ich da hängen geblieben. Irgendwie an der Mauer. Ja. Da, wo du jetzt gerade fährst, Kim. Ja. We know. Da ist was, da ist ein Teil von ja, dir. Da bin ich zu weit nach außen gekommen gegen die Wand und dann, ja. Ich glaube, Rosberg wird keine Punkte holen in dem Rennen. Also ich sag mal so, ne, DRS in dem Moment, Alter. Was ein Manöver, Kim. Brutal. Kim, jawohl, hol dir den Punkt. Boah, Teamkollege, Duell, jawohl. Und du hast ihn. Oh. Rosberg, in die Mauer geprallt. Oh, hat der Glück, dass er noch fährt. Wer? Rosberg. Der ist so in die Mauer geknallt.
Ah, nein, 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 warum dreht's mich immer komplett, Mann? Bolle, aber das warst du. Das war deine Schuld. Naja, ich war schon schön Doch. langsam. Nee, das. Da wolltest du ein bisschen zu viel. Das war ein bisschen zu viel des Guten. Aber du warst an den Punkten dran. Ja, wie immer halt. Ach, und schon wieder den ganzen Spaß von vorne. Hier war ich doch von vor dem Safety Car. Was macht denn unser Held Kim? Oh, Rosberg ist direkt hinten dran. Oh. Hey Kim, du könntest Rosberg abschießen. Ja, ich wollte ihn gerade ein wenig auffahren lassen, oder? Richtig böse. Hauptsache er und Ricardo kriegen keine Punkte. Ja, das ist die Hauptsache, das stimmt. Na, das hilft aber nicht, wenn wir auch keine Punkte kriegen. Ja, Naja, zwangsläufig doch. schon. Hä? Doch, das kann schon Vorsprung helfen. bleibt ja dadurch nicht, ne? So ist es. Jetzt haben sie DRS. Erstmal vorbeikommen, die Muschis. Ich habe ja noch meine 3-Sekunden-Strafe, die ich bekomme. Oh. Die habe ich auch. Ja, das ist bitter. Ja, das ist scheiße, dann Deswegen, kriegt er doch wieder deswegen. Punkte. Nein! Perez ist Zehnter, ich Ach bin so. Elfter. Ja Und ich dann. halte jetzt einfach den Abstand. Boah, Alter, der ist mitten Boah! rausgefahren. Ja, ich hab's gesehen. Rosberg mega aggressive. Und Kim mega passive. Ach, Ricardo auch. War ziemlich dicht dran. Achtung, Rosberg in. Ja, Kim gewinnt das bestimmt im Duell. Ja, du musst ihn halt ein bisschen verarschen, Ah, ich gucke auf 19 rum. einfach mal Lücke lassen und dann vor ihm die Tür zuknallen, weißt du? Ja. Komm doch, komm doch, komm doch. Bam. Du kannst nicht vorbei. Aber ich würde an deiner Stelle mich lieber mal nach vorne orientieren. Du könntest in die Punkte fahren, Nee, Kollege. es bringt nichts, 3 Sekunden. Das ist Ach, das du hast Toll, auch. meine Du hast auch schnellste 3 Runde Sekunden. am Arsch wegen Ja. Bottas. Wegen mehrerer Strafen. Dreimal die gleiche Stelle. Okay. Die hier? Nein. Sah aber so aus, ne? Nee, aber. Ah, wart, wart, wart! Oh, 10 Sekunden, ja, Alter. genau! Oh, zu weit nach außen gekommen. Aber dafür muss man doch keine 10 Sekunden geben, ey. Ja, die machen das, glaube ich, extra, damit man nicht so viel Schwung in die letzte Kurve nimmt. Ja, 10 Sekunden, Mann! Ich hatte ja Ja. keinen Vorteil. Sag das Charlie. Du bist halt per Du mit ihm. Charlie ist ein Arschloch. Oh, Kim! Oh, das war knapp, Ich meine, Junge. jetzt ist auch scheißegal. 10 Sekunden werde ich nirgends rausfahren. Und du hast Rosberg jetzt rausgekegelt? Wolle, du kommst ja wieder dran. Ans ganze Feld. Hilft ja nichts. Ja, Rosberg holt auf alle Fälle Mit einen 13 Nuller. Sekunden werde ich gewinne ich keinen Blumentopf. Stimmt, die höchste Zeitstrafe hat immer noch iTouch. 18. 18 In Sekunden, ihr Silverstone. Lutscher. Ich glaube, ich bin da sogar in die Punkte gefahren, kann das sein? Wird mich nicht Weiß überraschen bei deinem Glück. ich nicht. Fick dich! Haha! Oh, Ja, Alter. genau! Lol, Rosberg ist eingeschlagen und Ja. wurde von Grosjean überholt. Und was hat Bolle gemacht hinten mit dem Toro Ich Rosso? hab Sainz geknutscht. Lecker. Ja, Alter, da wo ich jetzt bin, da habe ich Ah Zeitstrafe ja, gekriegt. okay, ja. Ich habe links, also in der wurde jetzt gerade durchgefahren bekommen. Ich rechts immer. Echt zu spannend. Mal sehen, wie es vorne Ich weiß ausgeht. nicht, ob ich in die Box fahren soll jetzt. Also Massa immer noch an 1. Vettel an 2. Oh, Vettel ist sowas von im Getriebe. So wieder Scheiße mit dem Vettel, ey. Hülkenberg an 3. Das ist sehr, sehr Nice. schön. Eriksen an 4 und Gutierrez an 5. Und danach erstmal lange nichts. Dann Kim. Magnussen hat richtig Rückstand. Naja, gut, richtig nicht, aber 2-3 Sekunden. Dann kommt Wehrlein und dann kommt Caruso.
Wo ist denn jetzt Rosberg eigentlich Alpha gelandet? Na, ja, vor mir ist er auf jeden Fall mal noch. Ist an 15, zwei Positionen hinter dir. Mercedes wird dich dafür bestimmt befördern. Definitiv. Sehr gut gemacht. Der Kim slidet schön. Muss. Cool, Rolex. Ich wollte schon immer Rolex haben. Bam! La. Hey, es sollte nicht regnen. Toll, bei Bolle passiert mal gar nichts, voll langweilig. Ja, pass mal auf, gleich wird's richtig lustig bei mir. Glaube ich nicht. Doch. Ich guck mal an der Spitze. Du noch dran ist? Vettel ist an Massa vorbei. Also Vettel gewinnt. Nein, das kann doch nicht sein. Doch. Solange Rosberg nicht gewinnt, ist alles gut. Vettel ist aber auch weit vorne gewesen in der WM. Also Vettel ist definitiv auf 1. Ach, sowas von definitiv. Mit dem so weg, oder was? Oh, war das knapp. Ja. Auf den letzten Drücker. Außerdem, Vettel hat super soft und Massa fährt auf soft. Ja. Das ist halt auch so eine Strecke, wo man halt wirklich extrem den Unterschied halt sieht, ne? Zwischen soft, super soft, ultra soft. Ja, doch, ja, man merkt es am Rausbeschleunigen, Traktion. Ja, das ist der Unterschied halt immer am größten. Ja, das stimmt. So. Na, ist ja nicht mehr lange zu fahren. Dann ist die Qual durch. Ja, war aber sonst eigentlich ganz angenehm zu fahren. War super Rennen. Super toll. Kann ich bestätigen. Bist du denn mal jetzt schnellste Rennrunde gefahren, Bolle? Hä? Bist du mal schnellste Rennrunde gefahren mittlerweile? Ich arbeite jetzt dran. Jetzt hast du ja freie Bahn. Ja, eben. Warst du noch mal in der Box? Ja, eben. Oh, Rosberg schon wieder an Grosjean vorbei. Warum? Das? Weil ich eh eine 13 Sekunden Zeitstrafe habe auf 18. Warum. Ich hab nicht gesagt, warum. Also ich hatte... Ich hab gesagt, warum ist Rosberg schon wieder an Grosjean vorbei? Ja. Warum? Gründen. Aus Gründen. Ich glaube, ich wechsle doch lieber auf Supersoft. Die Ultras haben reagieren mir zu schnell. Die Kurven kommen mir zu schnell entgegen. Nee, ich berühre nur den Stick und schon fährt er die Kurve. Das kann nicht sein, da stimmt was nicht. Das, wenn jetzt ein Safety Car kommt, lasse ich mich überrunden. Vielleicht gewinne ich dann das Rennen deswegen. Das ist ja so lustig. Pass lieber auf, dass du nicht in die Mauer knallst. Hab noch Zeit. Jetzt geht's dann los. Zeitenjagd beginnt. Ich war auf dieser Strecke einfach nicht schnell genug. Das war Wer hat denn grundsätzlich Problem. Die schnellste Zeit gerade? Ich, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, ja. Also die 48.0 steht noch bei mir. Ja, dann wird das auch so sein. Warte mal, ich kann mal gleich bei Gelegenheit anfragen. Turn 1. Gut erwischt. Sehr gut. Oh, leichter Quersteher, aber passt. Früh rausbeschleunigt, Turn 2. Anfahrt Turn 1,48,0. Rosberg hat mich gedreht. Schlecht, den Scheitelpunkt nicht erwischt. Ja, das Auto ist ein bisschen träge. Lange gerade runter. Anfahrt Turn 4. Früh bremsen. Oh, schön erwischt, guten Scheitelpunkt erwischt. Früh ans Gas, dann das Auto stabil stellen in die Kurve. Gut reinbremsen, jawohl. Und hier möglichst viel Schwung mitnehmen auf die kurze Gerade vor dem Singapur-Sling und ab in die Mauer, genau. Dann anbremsen Singapur-Sling, gut erwischt, kommt ein bisschen weit raus, aber passt. Dann nee, der rechts. Musste sogar weit rauskommen, damit du die Kurve bekommst. Oh ja, sehr gut gemacht. Und dann links, jawohl. Anfahrt, Spitzkehre, das Auto stabilisieren, jawohl. Früh ans Gas. Quer ans Gas. Früh ans Gas.
Genau, schön anbremsen, von außen, Scheitelpunkt nicht erwischen, perfekt. Und jetzt schwierige Links-Rechts-Kombi. Und er macht das hundertprozentig. Dann nochmal links, jawohl. Und jetzt unter dem Tunnel durch da, unter der Brücke, jawohl. Hundertprozentig. Letzter Sektor, die letzten drei Kurven. Schön früh beschleunigen, jawohl. Außen alles mitnehmen. Und jetzt voll auf dem Gas bleiben und Ne, eben nicht. durchfahren. Jetzt voll auf dem Gas bleiben und Alter, eine 44,9. Was? Das ist heftig, das Das ist ist schneller als im heftig. Qualifying. Das wäre Pole gewesen. Locker wäre das Pole gewesen. Nein, auf 44,9. Weil es vorher so aktuell schnellste Rennrunde 48,0. 48,9. Vielleicht hätten wir doch eher auf mehr Stops gehen Hey sollen Kim, was zwischen soll Kurve das? und Kurve. Wirst du nicht angreifen? Die geht ja gar nicht So, mehr. Wir nochmal sind ja eine absolute Runde da. Bestzeit in Sektor 1. Da geht noch was. Alter, wo ist Rosberg? Kim hat seinen Rosberg ist Job getan. 18. Oder? In der Tat. Mercedes würde ihm den Lenin-Orden verleihen. Das ist kein Kompliment. So, Vettel, Anfahrt, letzte Kurve. Immerhin ein rotes Auto vorne. Toll, Kim, du hast es versaut. Wir hätten uns eingezäunt hier. Sebastian Vettel. Was für ein Vittel? Vettel. Oh, war das knapp an der Mauer. Ist schon durch, Bolle? Nee. Ich hole mir nochmal eine Strafe ab. Ich hole mir Yes, noch nochmal eine. 3 Sekunden. Ich krieg den iTouch noch. Du hast jetzt 16. Eben. Fährst du noch Bestzeit? Mit Nö. Zeitstrafe? Extra gecuttet. Ich hab's ja nicht bekommen, glaube Für die ich. 10 Sekunden. Ja, mit den 10 Sekunden wäre ich locker an dir vorbei. 26 Sekunden Strafe. Hab ich? Nein, Oh, schade. ich glaube nicht. Ich weiß Geil nicht. Wir wär's. werden es gleich Hey sehen. Kim, du geht, dein Benzin ist leer. Oh, Wand! Ja, so kriegt man keine Zeitstrafe. Wahrscheinlich nicht in der letzten. Alter Falter. Ach ja. Wo bin ich denn hier? Plus 16, schade. Ganz knapp gescheitert an Altersrekord. 44,9. Was für ein einfach mal fast 4 Sekunden schneller als der Rest. Ey, ich bin direkt hinter Rosberg gelandet. Geil. Oh Mann, was für ein kurioses Also, Rennen. aber cooles Podium. Na, Vettel, Massa, Hülkenberg. Kann man nicht sagen. Ich wäre auch ganz gern dabei gewesen. Ich sag mal, die Zeit hätte es zugelassen. Boah, Vettel ist jetzt oben auch mit dran. Ricardo, Schön. Vettel, Rosberg und ich. Oh. Vettel und Rosberg punktgleich, das ist natürlich nicht ungeil. Aber jetzt kommen ja die Strecken, die mir liegen. Zum Glück. Ferrari auf 1. Dank meiner Leistung. Nicht. Also, liebe Freunde, da war's das bald. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht beim Zuschauen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch auf dem Kanal seid, abonniert ziemlich geil. In diesem Sinne, bis zum nächsten Rennen in, ich glaube, Malaysia müsste das nächste sein, ne? Wenn dann Malaysia, aber Malai, keine Ahnung. ne, Malaysia, Malaysia ist doch scheißegal. Also, in diesem Sinne, macht's gut und may the fun be with you.